on trouve toujours des petits détails qu'on pourrait adapter à l'hôtellerie et ça c'est fascinant. Die Hotellerie hat eigentlich sehr viele Möglichkeiten, innovativ zu sein. Ich denke, wir sind manchmal einfach ein bisschen zu ängstlich, um gewisse Dinge umzusetzen. Wir haben manchmal ein bisschen das Gefühl, man muss immer etwas auch mit Zahlen hinterlegen können. Und da haben wir viel, viel mehr Möglichkeiten, wenn man da ein bisschen offener ist und auch mal mutiger ist. Uns geht es nicht um eine einzige große Innovation, sondern um Verbesserungsschritte im Kleinen, im Detail. Weil wir wollen, dass die Prozesse des Hotels, und da hat sehr viele Details, ein Hotel ist ein sehr komplexes Gebilde mit all den verschiedenen Touchpoints von Gast, von Mitarbeitern, damit wir da innovativ sein können und das Leben der Hotelfachleute erleichtern können. Swisscom ist bestrebt, mit innovativen Technologien das Kundenerlebnis zu verbessern. Als Beispiel arbeiten wir zusammen mit der École Hôtelière de Lausanne, um zukünftige Kundenbedürfnisse, aber auch Chancen für Hotels und Gastbetriebe zu evaluieren. C'est généralement en sortant de ma vallée, en sortant de Suisse, en allant voir d'autres hôtels, d'autres concepts, aussi d'autres industries, que ce soit l'événementiel, le divertissement, aller au cinéma. On trouve toujours des petits détails qu'on pourrait adapter à l'hôtellerie et ça c'est fascinant. Ich denke vor allem, dass die Digitalisierung von vielen Startups die Beherbergungsbranche extrem verändern wird. Sehr wahrscheinlich wird das jedoch einige Jahre brauchen, weil sie ziemlich neu sind und neue Sachen werden nicht immer wertgeschätzt. Also das braucht sicher einige Jahre, bis die Digitalisierung wirklich eintrifft und wirklich vielleicht das Buchungssystem oder sogar die Fachkräfte ersetzt.